Beatrice Eglis und Florian Silbereisen nach dem Adventsfest 2022 in der Schweiz zurückkehren werden. Willkommen in der Brombeer-Fangemeinde. Drücken Sie die Benachrichtigungsglocke und abonnieren Sie den Kanal. Die Worte von Beatrice Eglis machten uns alle sehr neugierig, wofür Florian Silbereisen in der Schweiz kam. Und ist er zu Beatrice Eglis Haus zurückgekehrt? Oder vielleicht hatten die beiden Zeit, um gemeinsam auf Tournee zu gehen und in der Heimatstadt von Beatrice Eglis unterwegs zu sein. Wohin es mit Florian Silbereisen in der Schweiz geht, haben die beiden noch nicht öffentlich gesagt. Die Leute sind also neugierig und wissen nicht, warum Florian Silbereisen und Beatrice Eglis die beiden in die Schweiz gekommen sind. Das Eventfest steht also kurz bevor. Es ist nur noch ein paar Tage Event. Kennen schon alle den Zeitplan des Eventfestes? Wir werden Sie mit diesen Informationen aktualisieren. Das diesjährige Adventsfest findet am 2. Dezember um 20.15 Uhr statt. Freuen Sie sich gemeinsam darauf. Es wird eines der unerwartetsten und schönsten Dinge für diese Brückung sein. Ich weiß, dass Sie viel auf den diesjährigen Advent freuen werden, denn er wird der beste und schönste. Florian Silbereisen und Beatrice Eglis werden zusammen ein fröhliches Adventfest feiern und die beiden werden stattdessen sich so besser zusammen sein können. Dann wird es auch eine der größten Freuden für jeden von uns sein. Die Aktionen von Florian Silbereisen und Beatrice Eglis werden immer schöner und dann sollen wir außerdem schöner und romantische Wünsche hinterlassen, damit niemand mehr nachdenken muss. Und nach diesem Advent erwartet uns eine weitere große Überraschung, nämlich die Ankunft von Florian Silbereisen und Beatrice Eglis in der Schweiz Ende Dezember dieses Jahres. Dies wird in der Tat eines der überraschendsten Dinge in mir sein. Großes Glück schenken, damit niemand mehr nachdenken muss, wird Florian Silbereisen. Ich sei eigenes Ego nie enden. Warum wir Florian Silbereisen und Beatrice Eglis die ganze Zeit unterstützen und unterstützen? Ich glaube, dass alles, was passiert, schön sein wird, weil ich auch immer glaube, dass dies einer dieser Momente der Stille sein wird, die allen gebracht werden. Dann ist dies auch einer dieser Ausbrüche, mit denen überhaupt niemand gerechnet hat. Der Dreh und Angebot, auf den sich der Brückung bei Florian Silbereisen und Beatrice Eglis immer gefreut, sind die vielen Momente, die sie ihren Fans schicken. Ich glaube, dass Florian Silbereisen und Beatrice Eglis niemanden warten lassen werden. Und bald werden sie sagen, warum sie nachdem diese Hicken ein Fanfest in die Schweiz zurückkehren. Dies wird sicherlich eine der großen Freuden des Menschen sein, die in der vergangenen Zeit sehr neugierig darauf ist. Wir freuen uns auf das Adventsfest. Warten wir auf die Ankunft von Florian Silbereisen und Beatrice Eglis.